Herzlich willkommen zurück zu Bravely Default. Im letzten Part haben wir Victor und Victoria besiegt und gehen jetzt weiter. Und ich habe die Jobs gewechselt. Ich werde mal speichern. Ich habe nämlich alle Jobs, also fast alle haben einen Level 1 Job, außer Agnes, weil Heilung. Und alle haben noch die Ninja-Fähigkeiten und ich gehe mal weiter. Ich weiß nicht, ob hier ein Bosskampf kommt. Wir gehen einfach mal weiter. Hail, Nessian children of man. Who's there? A petulant daughter's act of rebellion against the father who neglected her. What? The naive Vestal's sense of justice as dictated by others, unquestioned as it is unflinching. An orphaned existence, ignorant of himself and alone in this world. Has playing as the trusty friend filled your hollow soul, boy? Show yourself! Not but children, all of you. What? I am done here. I leave the rest to you, Alternus Dim. Your cooperation is much appreciated. Cooperation? No. It is simply a matter of friendly concern. My interest lies in the Templars... the Grand Marshal's daughter. You may cast the remaining three into the dungeon, if you so wish. Yes, my lord. The two newest members of the Council of Six have perished at the hands of the Vestal. Tis such a pity. I never had the chance to meet them. So Victor and Victoria have met their end? Yes, Lord Marshal. A tragic end to tragic lives. Indeed. But the Vestal and her fellow conspirators have been captured. Though the toll was heavy, we have them at last. Well done, Alternus. Well done. No, this was not my doing. It was his. I see. There was one more matter, Lord Marshal. Your daughter, Idea, is in her room. And? I simply thought you'd wish to know. Is this my room? Where is everybody? Idea ist jetzt die Einzige in der Gruppe. Ja, wir sind jetzt in Ideas Zimmer und können hier ein bisschen rumlaufen. Wir haben, glaube ich, im Dorf wieder ein paar Geschenke. Richtig, Echokraut und Augentropfen. Okay. Wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Schlafen oder nicht schlafen? Wir schlafen erstmal nicht. Wir sind, glaube ich, voll. Okay, und das ist jetzt einfach nur... eine kleine Zwischenszene, wenn man so will. Wir spielen jetzt kurze Zeit ein bisschen Idea und werden natürlich auch mit ihrem Vater reden. No, leave us. I simply wish to speak with my daughter. Now go. Father. You never learned to knock first, no matter how many times I asked. It seems like ages. What have you done with my friends? Where have you taken them? Your fellow conspirators are held in the dungeon. The dungeon? I'd feared that. So they yet live? As for the Wind Vestal... Agnes! What will you do with her?
You'll bring ruin upon Eternia if you harm a hair on her head. You speak of ruin. It is you and your conspirators who nearly brought ruin upon this land. Crystallism is a cult, a tool for deceiving the masses. We can trust them with the crystals no longer. The Wind Vestal shall never again see the light of day. And should she persist with her uncooperative attitude... Then it's as I feared. You'll have her executed, though she was merely caught in a web spun of your selfish ideals. Selfish, you say? Well, they are, aren't they? You send big men to chase down and capture one little girl. You wage war far and wide. You ravage nature. You bring suffering upon innocence. Are those your ideals, Father? What is it you're trying to do? I don't understand. I just don't understand. I did not raise you to be such a shallow little fool. Father, why do you say such things? The Earth Crystal is now the last of the crystals here upon Luxendark to retain its normal state. All who seek to awaken the crystal, whether the Vestal or my own flesh and blood, shall face the wrath of my blade! You shall remain here whilst you regain your senses. And just how long am I to be your prisoner? Until you realize the error of your ways! Redouble the guard. My daughter poses a graver threat than you might think. It's as I feared. Father does not understand. Lord DeRosso, Your Grace, what brings you here? It has been 15 years since you last ventured forth. 15, you say? It brings me joy to see what a fine Grand Marshal you have become. For an immortal such as I, 15 years seems but a fleeting moment in time. Do you recall that day? It was dreadfully cold by your reckoning, though just the sort of weather in which I delight. Upon ceding the head counselor's seat to you, I retired to my castle and partook of a goblet of steaming wine. And now 15 years have passed since you rid yourself of me by naming me Archduke. But I ask you, are you content? You seized the Earth Crystal and laid waste to the places sacred to the Orthodoxy. And you brought the crystals under the dominion of man, exploiting them to build your ideal society. All great deeds we failed to accomplish, you should be proud. I did it not for pride. I would have you accept my words as true, for there is no veiled reproach therein. Indeed, you have acted most valiantly, unlike we who have long done naught but watch from the shadows. And yet, you have been too hasty, brave the Templar. I fear I do not share your urgency, for my life has spanned 2,400 years. But I understand the reasoning therein, and it is from such understanding that I say you have been too hasty. Though 15 years have passed, you have changed not one bit. However, if I might respond. Father just doesn't understand.
Right. All ready. It's quite a way to the dungeon, but I'll manage. Forgive me, Lord Marshal. Is Edea here with you? No, she is not. She was supposed to be confined to her chambers. Yes, Lord Marshal, she was. But she suddenly disappeared. What's this? We're not the sentries vigilant. They claim never to have stepped from their post. Her chamber door was never opened. Then how could she have? Her father's daughter, indeed. She acts from the same sentiments. Those sentiments that you once held for the Crystal Orthodoxy. How could you know that? Have you not been away from this land these 15 years? Was it not you who drove me to exile? Well, be that as it may. But to one such as I, you and your daughter are one and the same. Passionate, stubborn, not even 100 years old. So it is I can understand what both father and daughter are thinking, simply by watching. You ought try speaking with her, and listening too. Your time for such opportunities grows short. Crystallism, anti-crystallism. The quarrel between you and your daughter is but a proxy for that clash of ideas. Open your heart before it is too late. The very future of this world hangs in the balance. You truly have not changed, have you? Is that so? Well, you must forgive me. But lest you forget, it was you who appointed me Archduke. I know the dungeon key is around here somewhere. Found it! Now to free everyone. Jeder sollte einen Geheimgang in seinem Käfig haben. Also, in seinem Zimmer. Edea ist geflohen durch einen kleinen Geheimgang. Wie sie jetzt hier reingekommen ist, weiß ich nicht. Aber es wird hier schon einen Weg rausgeben. Wir können jetzt hier durch den Dungeon laufen. Es ist eine Art Dungeon. Hier stehen auch ein paar Kisten rum. Die Monster sind noch aus. 3000 PG, das ist gut. Da ist schon der erste. Are you all right, Ringabel? Why wouldn't I be? I mean, I knew you'd come. All I had to do is sit back and wait. And, well, here you are. I'm the luckiest man alive. You're my savior, my goddess. Let me thank you with a big kiss. Ringabel, are you coming or not? I can leave you here. Of course. Let's go. Und diese Folge ist gespickt mit Zwischensequenzen. Und es wird nicht weniger, glaube ich. Je weiter wir jetzt kommen, umso mehr Zwischensequenzen wird es geben. So leid es mir tut. Aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die das genießen. Hier ist ein Geheimgang. Welch Zufall. Gehen wir mal rein. Da komme ich hier rein, genau. Excalibur. Ich glaube, das kann Edea aber nicht tragen, weil kein Katana. Und ich glaube, die sind sogar alle hier auf der Etage. Ich glaube, Tiss und Agnes, also Tiss haben wir gesehen, Agnes ist auch noch hier, glaube ich. Boah, Geld ohne Ende. Hallo, Tiss. Thanks, Edea. You're a lifesaver. You're quite welcome, but it was really nothing. After all,
I was raised within Central Command's walls. I know every nook and cranny. Were you able to speak with your father? Huh? What does it matter to you? You have family you can talk to. You ought to, you know. You would forgive my father? Grand Marshal of Eternian Forces. Head Counselor of the Council of Six. You've seen how much Agnes has suffered because of my father's orders. True enough, but... You need not worry about me. We need to focus on awakening the Earth Crystal. All right. Tis ist auch dabei. Yeah, und die beiden Gespräche drücke ich wie immer weg. So, mein Gott. Und da ist Agnes, okay. Und hier ist noch eine Kiste. Lichtschleier. Und dann haben wir alle wieder beisammen. Aber dann wird das immer noch nicht die letzte Zwischensequenz gewesen sein. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Was ist denn los? Agnes, are you all right? I am. Now that you're here, Adia, I'm glad to see you're safe and sound, too. Me? Well, the Eternian forces do view you as a traitor to your homeland. I feared they'd have some unspeakable punishment awaiting you. You needn't worry about that. My father is not so draconian as that. And yet, on second thought... At least no harm has come to you. I'd like to thank you too, Adia. You saved me from having to search this entire dungeon. Aerie, do you think you could have carried this key around? You're so little after all. It does look really heavy. I'd rather not think about lugging that about. There's nothing to worry about now that I'm here. Well, I better lead the way. With your poor sense of direction, Agnes, who knows where we'd end up. Now hold on. My sense of direction has improved. At least somewhat. Isn't that simply a matter of having Aerie and Tiz lead the way? Well, that may be, but... Don't take it so hard. Now come on, follow me! If you say so. So, alle wieder zusammen. Und wir rüsten uns mal neu aus, weil wir haben das Excalibur gefunden. Vielleicht kann es einer tragen. Nö. Das Excalibur ist eine ganz gute Waffe. Was ist hier eigentlich? Achso, hier war ich noch. Ja, hier war Tiz drin. Ah, die Zellen sind nicht ausgeleuchtet. Das muss ich ändern. Tut mir leid. Ich muss überall einmal gewesen sein. Kann ja sein, dass in der Zelle doch irgendwie was liegt, was man nicht sofort sieht. Okay, wir gehen jetzt wieder hoch und verlassen diesen grausamen Ort. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner kommen würden, wenn sie aus wären. Also, nicht aus wären. So, jetzt müssen wir... Ich glaube, hier kommen Gegner. Wir können es ja mal testen, weil ich muss eh trainieren. So, die letzten Minuten der Folge. Und dann bekomme ich übel aufs Maul und darf alles normal machen. Ich sehe es schon kommen. Alter! Nein, ich habe Auto gedrückt. Das war dumm. Und Tiz ist One-Hit gestorben. Sehr gut, dass jetzt alle... Oh Gott. Nur weil ich Auto gedrückt habe. Ah, ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Ich wollte gerade sagen, stocken die mit Angst überhaupt auf? So, Spiritismus haben wir. Elementarimmunität für einen Verbündeten für 4 Runden. So, das bringt uns gerade nichts. Ich habe ein Problem, sehe ich gerade. Moment noch. Fähigkeiten, Ninja-Kunst. So, die haben wir ja noch. Und der greift ja eher physisch an, ne? Richtig. So. Aber jetzt müssen wir Glück haben, dass er auch das angreift. Aua. Das tut so weh. Ninja-Kunst. Was haben wir denn? Erhöht die Anzahl der Angriffe für diese Runde. Ja, nee. Wir greifen mal normal an. Und die Dia heilt mal alle. Aua. Aber 450 Schaden ist ja doch was. Aber ist noch nicht das Wahre. Wir müssen halt trainieren. Ninja-Kunst. Oh, Spezial, okay. So, wenn wir ihn vergiften könnten, würde das auch einiges bringen. Stopp. Ninja-Kunst. So. Aua.
Okay, so gefährlich ist er doch nicht. Dann hat er beim ersten Mal irgendwie nur einen Crit gemacht oder so. Okay, so, und jetzt können wir angreifen. Was hast du denn für Spezial gerade? Ach, du hast sogar die zweite Stufe. Aber das verwahre ich mir mal. Am besten ist natürlich eine Vergiftungsfähigkeit wie Toxin oder so. Als Schwarzmagier und Hexer zusammen wäre natürlich am besten. Aber ich trainiere jetzt erstmal den Hexer alleine. Das ist am besten. Weil ich den Ninja ja weiterhin benutzen möchte. Weil der ist cool. Und ich muss den Weißmagier trainieren, damit sie die besseren Zauber benutzen kannst. Kann. Oh Gott, ich kann heute echt nicht reden. Dauert jetzt zwar, bis wir den kaputt haben, aber naja. Dia könnte ja theoretisch auch mal volle Pulle gehen. Wingable kann. Ja, was kannst du? Was kannst du eigentlich? Ja, angreifen. Tiss ist auch nicht so der physische Typ, aber er greift auch mal an. Und du machst Default. Ach, reicht sogar. Cool. Kriegen sie wenigstens schon mal ein Level alle. Erdtoleranz, Schwarzmagie Plus und Autowallung. Das ist doch schon mal gut. Und Agnes hat auch bald ein Level. So, ich werde hier die Folge beenden. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich lasse die Monster noch an. Im nächsten Part kämpfen wir dann noch ein bisschen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Bravely Default. Diese Folge war sehr zwischensequenzlastig. Wird sich, wie gesagt, kaum ändern die nächste Zeit. Bis zum nächsten Mal.